Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Pacific Carriers. Ja, es geht endlich seit einer sehr, sehr langen Pause mal wieder weiter. Und ein Grund, aus dem ich ja hier mit diese unfreiwillige Pause war ja, dass das Spiel halt bei dieser Mission immer abgestürzt war. Ich habe den Fehler gefunden. Anscheinend ist es verbuggt, wenn man auf 1080p halt spielt. Deshalb werdet ihr wahrscheinlich hier oben und hier unten Balken haben, so wie ich das rendern werde. Das wird jetzt erstmal halt diese Aufnahme so gehen. Danach gucke ich mal, ob es wieder auf der höchsten Auflösung funktioniert. Gut, ich hoffe jetzt auch wieder, dass ich jetzt halt wieder in den gewohnten Aufnahme, also gewohnt aufnehmen kann und alles. Ich habe ja schon mit Anno angefangen, das wird man auch sehen. Ich muss noch ein paar freischalten. Ich nehme das jetzt gerade abends auf. Und dann sagen wir einfach mal erstmal hier. Nämlich wir müssen die Schiffe ausschalten. Das waren U-Boote. Wer das noch weiß, ich weiß es noch. Ich habe sehr lang daran gesessen. Ja. Aber jetzt endlich werden wir es sehen. Wenn man dann kurz mal. Also ich werde kurz immer mal. Starte mit der Patrouille. Mal sehen, was du findest. Ich weiß nie, ob Fraps auch das mit. Ich verstell halt manchmal. Verstell jetzt die ganze Zeit Moment, das war doch dahin, oder? Ne, ich glaube, das war wirklich da. Die Schiffe. Ich weiß nicht, ob Fraps das, hallo? Also ich habe gerade keine Hand am Joystick, das fliegt. Das ist manchmal einfach so, das ist sehr eigenartig bei meinem Joystick. Muss ich wieder mit dem da? Da die Flugzeuge, nämlich jetzt müsste es eigentlich wirklich klappen. Und, daher kenne ich auch schon die Mission danach. Das ist wieder so eine Wachpostmission, wo man auch. Ich habe jetzt nämlich auch herausgefunden, dass man Typen, also andere, seine verlorenen Piloten da finden kann, sozusagen. Ich bin halt immer. Oh, das ist nicht gut, was wir da sehen. Das haben wir aber eigentlich schon auch im letzten Part gesehen. Nein, das sind unsere U-Boote. Also müssen wir im Prinzip die Schiffe platt machen, oder wie? Ja, sehr schön, dass da einiges noch nicht geladen ist. Oder? Doch, ist es. Ist es. Ja, Badabum. Sehr interessant aus. Ja. Ich glaube, das letzte Mal habe ich die U-Boote angegriffen. Machen wir sie platt, machen wir sie platt. Muss langsamer werden. Hallo? Jetzt. Mal gucken, ob ich treffe. Sieht nicht danach aus. Hab ich. Nein, das Schiff fährt noch. Ich hab nicht getroffen. Flakfeuer! Das ist. LOL! Ich hab das Schiff daneben getroffen! Das wollte ich gar nicht treffen, aber egal. Und wir haben einen Erfolg bekommen: Torpedomeister. Das liegt wahrscheinlich daran, weil ich es halt schon so oft versucht habe. Und dann werden wir mal das Schiff platt machen. Und jetzt! Bäm! Das nenne ich Treffer. Die Torpedos sind irgendwie viel effektiver als die 400 Kilobomben. Ich hab's einmal mit den 400 Kilobomben versucht, da brauchte ich zwei Treffer. Da sollte man doch schon eher die Torpedos nehmen. Das ist da ein bisschen ratsam. Das
Hey, wieso ist das? Ey, das ist ja im Prinzip der gleiche Effekt. Wow, 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 wow. Na, das war's mit dem Ding. Oder? Es müsste doch jetzt eigentlich Platz sein. Ah, das Ding ist am Sinken. Ciao. Und jetzt habe ich auch auf den höchsten Grafikeinstellungen. Und kann Neckfrei spielen. Das ist halt dank der Aufrüstung. Die hat mir zwar sehr viele Probleme bereitet, aber ich würde sagen, es hat sich gelohnt. Und bam! Badaboom. Und jetzt nur noch das letzte Schiff ausschalten. Dann war es das aber auch. Ja, wie gesagt, manchmal hat man halt so kleine Momente, wo ich nichts sage. Kann sein, dass es auch so passiert. Aber manchmal kommt es halt auch einfach davon, dass ich dann halt husten muss. Bam! Ist er weg? Ist er weg? Ist er weg? Ist er weg? Ich glaube, jetzt habe ich nur noch ein Flugzeug. Sonst muss ich nämlich wieder warten, bis die Verstärkung kommt. Nicht gut. Nee, 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 das versuchen wir erst gar nicht. Da hat die KI ein bisschen... Naja, scheiße, komm. Beim Anflugwinkel für den Torpedo. Versuchen wir es jetzt. Wow, wow, wow. Wow. Und? Was? Torpedo? Hat er getroffen? Augenscheinlich nicht. Was mache ich denn jetzt? Ich habe doch kein freies Flugzeug mehr. Das ist uncool. Ja, ist mir klar, das schweres Flakfeuer. Ah, da kommt, da ist wieder einer. Mit dem Torpedo. Den es ja eigentlich geht. Ich meine, ohne Torpedo ist es sehr schwer, so ein beschissenes Schiff kaputt zu machen. Ohne. Also mit MG, das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Flakfeuer, bam. Hey, bitte, 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 bitte triff. Bitte triff, bitte triff. Ich glaube, das nächste Mal werde ich ein bisschen weiter vorne ansetzen. Ziel nicht getroffen. Oh, okay, das sind auch 900 Kilo. Das ist dann schon klar, dass die ein bisschen effektiver sind als... Und bam! Der muss jetzt aber treffen. Der muss treffen. Jawoll! Ja, der Kurt. Kurt Foster. Der, das ist mein Mann. Das ist mein Mann. Der hat wenigstens getroffen. Jetzt komm schon. Wow, 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 wow. Ich möchte nämlich jetzt in der Auf... Also, als ich immer nachgespielt habe, habe ich auch schon einige Piloten verloren, das irgendwie ziemlich scheiße war. Aber, ich möchte das jetzt nämlich nicht, dass das auch noch in der Aufnahme passiert. Mal, da ist einer. Wenn ich jetzt gut treffe, dann war es das mit diesem Schiff. Und runtergehen. Ich flieg mal so. Und bam! Da. Ach komm, versuchen wir es mal. Ich meine, ich bin ja eigentlich relativ gut im Landen. Ach so, genau, so sehen die Dinger von innen aus. Ja, da schlägt man seinen Kopf ab. So, da hat man das Ding auch mal gesehen. Das wollen wir jetzt aber nicht sehen, wir wollen nämlich das Fahrwerk. Ne, jetzt noch nicht. Erstmal wollen wir zur Enterprise zurück. Da unten ist einer unserer Verbündeten, die wahrscheinlich gerade, ja, uns helfen wollen. Ja, jetzt wären natürlich alle Jäger wieder verfügbar.
So wie es sich auch gehört, ne? Ui! Ich mal ein Unendlichkeitszeichen. Okay, das ist ein bisschen schwer. Ja, dieser Pilot hat momentan noch kein Talent. Ich glaube, die Talente kommen erst mit Level, keine Ahnung, lass mich nicht lügen, 30, 40 oder maximal, also minimal oder maximal 20. Hui. Okay, okay, okay. Wehe, wehe, das werden wir versauen. Dann werde ich aber sauer. Meine Landen auf so einem Flugzeugträger ist ja nicht gerade das Einfachste, aber auch nicht wirklich so schwer. Hoffe ich. Glaube ich. Meine ich. Ja, wahrscheinlich habe ich gleich wieder zu große Klappe. Wird gnadenlos fehlen. Alert, kleiner Zerstörer. Oder ist. Nee, das ist kein Kreuzer, das müsste ein Zerstörer sein. Ich weiß nie, was von den beiden Kreuzer oder Zerstörer ist. Also heutzutage sind die Zerstörer eigentlich die mit den Raketen. Moment, habe ich. Was? Nein, 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 nein. Wieso hat er das Triebwerk nicht ausgefahren? Ach toll, ich habe die falsche Taste gedrückt. Der Anflugwinkel war perfekt, aber ich glaube, die Flugzeuge sind auch ein bisschen langsamer. Nämlich sonst habe ich das immer mit den. Wie waren das? Das waren die F4, glaube ich. F4 oder F2? Also mit dem blauen kleinen schnellen Jägern. Ich glaube, das waren die F4. Dann kann ich ja gleich nochmal nachgucken. Nein, nein, nein. Ich möchte jetzt keinen scheiß Anflugwinkel haben. Wir wollten ja eigentlich auch nach jeder Mission. Also ich hatte mir gesagt, nach jeder Mission wollte ich jedenfalls. Ja, jetzt fährt das Fahrwerk aus. Auf dem Flugzeugträger landen, weil das. Ich finde einfach das Gute. Komm, 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 komm. Scheiße. Ah, fuck! Ach, nee. Ja, hier der. Den wir am Ende verloren haben. Aber egal, wir haben es geschafft. Seien wir einfach. Wir sind drauf gelandet, sicher, ne? Nur unter uns. Und nächstes Kapitel. Das war anscheinend Bug. Ja, was? Bla 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 bla. Befreit. Ja, Pleuelhaber. Schlechte Moral. Bla bla bla. Ein neuer Auftrag. Ein besonderer sogar. Ganz besonders. Danke, Kommandant. Es wurde beschlossen, dass wir mit unseren Orangen angreifen. Bla 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 bla. Genau, das war's. Die Wachpatrouille. Scheiße. Scheiße! Jetzt ist das bitte. Auf. Ja, jetzt ist das wieder mit Sie Joystick. Über, auf oder unter dem Wasser sein. Ja. Nämlich jetzt haben wir, wie man sieht, zwei. Ist mir gar nicht aufgefallen das letzte Mal. Mal gucken, ob wir es auch so schaffen. Das war es, ist nämlich einer unserer vermissten Piloten. Wir haben einen Vermissten gerettet. Also ich habe einen Vermissten. Ja, ja, ich ganz alleine. Ne, das sind wir. Orca. La la la. War das der? Ach so, den haben wir schon. Jawoll, Feuer frei. Ich habe immer Angst bei diesen Missionen und dass ich nicht genau weiß, ob ich die jetzt finde. Okay, ich glaube, jetzt war ich wirklich sehr still, weil ich mich ein bisschen konzentriert habe. Tut mir leid. Wird nicht nochmal vorkommen. Der Kreuzer feuert. Der Kreuzer feuert. Wir haben sie zuerst gesehen. Ja.